Und hier ist übrigens so eine Eidechse. Achso, Eidechsen sind von verboten, ne? Hier Schildkröten in nee, so ist Bause, okay. Bauserschildkröten. Das ist auch ein Tier. Jedes Tier ist liebenswert, aber wir töten es. Bolast du es? Jo, bin schon dabei. Ist gebolert. Oh, der wehrt sich aber trotzdem. Aua! Geht sie mir hier hinter? Au. Ich bin halt gut gepanzert, ne? Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee war. Ich hab noch AP. Hab ihn. Sehr gut. Hm. Ich hab Keratin dafür bekommen, von dem, zusätzlich. Was ist das? Ja, wir können Seite. Jeder auf diese Insel. Da vorne läuft auch irgendwas. Da sieht wieder ein arg nach Sumpf aus, die Insel da unten. Meinst du? Weiß nicht, da will ich glaube ich nicht hin. Guck mal, da sind auch ganz viele von diesen kleinen Viechern, Raptorviecher oder sowas da am Strand. Hm. Bin da nicht so scharf drauf. Das ist der Sumpf, sagt Felix nämlich auch. Okay. Lass mal nicht da hingehen. Es kann doch nicht sein, dass überall Sumpf ist, wo wir sind. Wir müssen halt hinter uns in die andere Richtung. Es ist nicht der gleiche Sumpf, Felix. Wir sind in die andere Richtung gelaufen, aber es sieht mir auch stark aus wie Sumpf. Ich glaube aber, da sind Piranhas drin, oder? Hier läuft die ganze Zeit ein Dino rum, deswegen dachte ich nicht, dass er... Meinst du, die greifen ein Dino an? Ja, normalerweise greifen die sich gegenseitig an. Deswegen... Ich sehe zumindest keine Fische hier. Das, wenn ich die oh doch, hier sind Piranhas. Vergiss es. Okay, weg. Ich weiß nicht, ob die Piranhas tot kriegen. Also da war auf jeden Fall ein Piranha. Dann greifen die sich wohl doch nicht gegenseitig an. Hm. Also wir kommen da nicht lebend drüber ohne Floß quasi. Floß ist das sicherste wahrscheinlich. Ich kann auch einen Floß lernen. Warum halt einen Floß? Okay. Ja, Moment, lernen. Ich dürfte auch noch Holz dabei haben. Ich glaube, ich kann das sogar noch bauen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das Floß ist. Hier, Holzfloß. Herstellung. Ich brauche 250 Holz und noch Fasern. Mal gucken, ich habe 200... Ich habe genug Holz da. Nee, ich habe genug Fasern, aber verdammt. Ich habe nur 27 Holz. Guck mal, jetzt kämpft du übrigens gerade mit so einem, glaube ich, Fluchtdino. Er hat, glaube ich, gerade einen Flugdino geplättet. Nee, wer sie Gesetz angreift, muss man nichts sagen. Find man schon selber raus, finde ich. Das okay, du. Würde ich sagen. So, Holz habe ich jetzt übrigens. Jetzt brauche ich noch Fasern. Fasern habe ich über 200 dabei. Ja, gib mir mal Fasern. Holz habe ich, glaube ich. Moment, nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich bin doof. Ich habe gerade nur die Hälfte von Holz genommen. Jo. Moment, fallen lassen. Fasern. Ich brauche noch 30 Holz. Und hier ist noch mein Holz. Mein Holz. Wie viel ist das? 100? Dann müsste es reichen. Ja. Unser Plan ist gerade, dass wir wollen... Du hast mir kein Holz gegeben. Ich habe aber Holz. Du hast mir Stroh gegeben oder sowas, kann das sein? Vielleicht verklickt. Hier ist jedenfalls auch nochmal Holz. Nee, ja. Fasern. Ich habe dir Holz gegeben. Mein Holz ist nämlich nicht mehr im Inventar drin. Komisch. Jedenfalls stelle ich jetzt gerade das Boot her. Sehr schön. Schon mal unser Plan ist erstmal, also wir wollen eine Lederrüst, also eine Lederkluft für alle von uns dreien machen, weil Felix ist ja eigentlich auch dabei. Und Triceratopse holen. Genau. Und dann wollen wir umziehen. Irgendwann mal. So. Ja. Da ist es doch. Ich hab keine Ahnung, wie mir das steuert. Ich habe schon wieder ein Level-Up dadurch bekommen. Es gibt einen Haufen Erfahrung, das Ding zu craften. Ich glaube, ich soll dich lieber solche Sachen craften lassen, aber du bist noch nicht da. Fahren. Ja. So, Level 22. Jetzt musst du steuern, ne? Ich würde nach rechts eigentlich ein bisschen mehr steuern. Fallschirme. Stolpertrater, Namenlagen, Pulmonoscubes Sattel, was immer das ist. Das sieht voll gut aus, das Floß. Wir hätten auch generell weiter hier damit langfahren können, hier an dem. Aber der rennt hier Ufer. Jetzt gerade weg und greift den. Ich sag ja, der greift dort, der greift die Flugsaurier an. Das sieht ganz schön wild aus. Ja, aber der greift uns, glaube ich, nicht an. Hoffentlich. Ist es nicht viel effektiver, wenn wir das Floß nehmen und hier an der Küste langfahren und dann anlegen, wenn wir was sehen, was wir töten wollen? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir mit dem Floß jetzt da in den Ärger reinfahren. Außerdem hast du gesagt, nach links. Nach rechts, ja. Hast du gesagt, ja. Kann aber nicht rückwärts fahren übrigens. Kann nur vorwärts fahren mit dem Ding. Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Ey! Nee! Warum haben wir denn... Wo kommt die denn her? Ich bin tot übrigens. Oder ohnmächtig zumindest. Oh, ich auch. Scheiße, die betäubt einen ja. Wo kommt die denn her? Mann, ich bin bewusstlos und die bringt mich um. Ja, ich bin auch gleich tot. Ich bin auch noch bewusstlos. Dankeschön, bitte. Das ist ein Thema zu einfach und so, ne? Du hast ja nicht auf mich gehört, ich wollte da rechts weiterfahren. Du hast nicht auf mich gehört. Ich dachte, du wolltest anlegen. Nein, ich wollte nach rechts weiterfahren. Hab ich doch gesagt. Du hast gesagt, weiter nach rechts und dann dachte ich, weil ich nach links gesteuert habe, du willst einfach nur sie nach rechts und dann. Warum sollte ich denn ins Land reinfahren wollen? Das ist doch der Punkt, die beide. Ich dachte, du wolltest einfach nur den Fluss überqueren. Nein! Mann, ich bin halt gestorben. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt halt herkam. Die war einfach dann plötzlich da. Ich weiß auch da. Nicht, wo die herkam. So, du willst jetzt, wir wollen jetzt hier unsere Sachen wiederholen, ja? Wir zwei Nackte. Ja. Lass mich mal. Sind da drüben Piranhas, das ist schlecht. Eigentlich sollte man noch ein Boot bauen. Ja, so viel. Bis dahin sind die Sachen doch weg. Ich bin mitten im Wasser. Was bist du? Mein. Achso, deine Leiche meinst du? Ja. Ich schwimme einfach hier rüber. Hier sieht es relativ safe aus. Okay, wenn wir zu zweit drüber schwimmen, dann wird vielleicht auch nur einer gefressen. Völker, das ist das Gefühl, dass das eine klasse Idee ist. Ja, danke, Völker. Übrigens nicht wieder trinken, ne? Ich ertrink nur, weil ich immer keine Ausdauer habe, wenn ich ins Wasser gehe und er dann ja plötzlich nicht mehr schwimmen kann, sondern einfach absäuft. Apropos Ausdauer. Bevor ich jetzt da reinsprinte und keine Ausdauer dort habe, regeneriere ich die mal kurz. Also das Floß übrigens so senkrecht an die Wand zu setzen. Oh, das ist, Vieh steht doch direkt daneben. Warte mal. Ich opfer mich jetzt für dich. Komm her. Das ist eine schlechte Idee. Warte, bleib doch mal dort. So, du kommst jetzt mit. Das backt da fest an unserem Floß. Ja, weil du hast... Ist das du sogar? Hol du dein Zeug, ich renn weg. Ist es noch hinter mir? Nee, bei mir. Bei mir. Oh, jetzt bin ich umgefallen. Ja, wenn du vergiftet bist, fällst du übrigens direkt um. Ja, das hatte ich. Ich greife mich aber jetzt an. Komm, hau, mach los. Wie kriege ich noch gleich alles? Tee. Aua, was hast du? Da hat irgendwas geklippt. Scheiße, es kommt zurück. Ich kann nicht alles holen. Das wird jetzt eine Sterbeorgie. Diese Boas sind einfach nur übelste Krätze. So. Sie hat meine Spur verloren, sie kreucht und fleucht da jetzt so ein bisschen rum am Strand. Aber weit weg von unserem Floß. Ich weiß noch nicht, ob sie jetzt einfach, weil so programmiert, wieder zurück an ihren Ursprungsort schwimmt, läuft, krabbelt, kriecht. Keine Ahnung, was halt so Viecher machen. Gib mir das alles. So, ich hab meine Sachen. Ja, jetzt greift mich was anderes an. Ach, die blöden Piranhas, ey. Hallo, Agent X Top Secret. So, eigentlich wollte ich hier Optionen. Segel einholen? Kann ich das irgendwie schieben? Fahren. Wofür ich irgendwie das Segel einholen kann? Hiesesäge, Floß freilassen, Namen ändern, Dino exportieren. Also, du hast es, glaube ich, jetzt gerade auf Grund gesetzt, quasi das Floß, meine Liebe. Da ich so ans Ding jetzt gefahren. Ich kann es nur abreißen sonst. Moment. Okay, so geht's noch weiter nach vorne. Es geht weiter nach vorne. Ja, nach hinten geht's nämlich nicht. Kannst nicht rückwärts fahren damit. Aber du kannst es doch wenden. Guck mal. Lumi hat das im Griff. Lumi kann gut Auto fahren und Lumi kann gut Fußball. Zwei Pfeile? Was? Suchfeld? Nehmen wir zwei Pfeile? Welches Suchfeld? So. Ah, das hab ich noch nicht gesehen. Lumi, wo fährst du denn hin? Es will nicht nach links. Ich habe die Segel eingeholt, vielleicht liegt's daran. Dann drück doch lange E, dann kannst du wieder Segel wieder ausfahren. Optionen fahren? Was hast du gemacht? Optionen? Ja, weitere Optionen. Dann Segel, okay. Moment. Ja, jetzt geht's besser als vorher auf jeden Fall. Also, Captain Lumi segelt, ja.
Cold Captain, lui mich auch wieder ab. Ja, nee, sonst lege ich es wieder an. Wo bist du denn überhaupt? Noch da, wo du gerade warst. Ah, da, ich sehe dich, warte. Ich komme mal. Ich komme hier rausgeschwommen, warte mal. Das steuert sich echt beschissen. Vielleicht möchtest du es lieber fahren. Nee, nee, sonst schaffst du schon. Ich hätte alles falsch gemacht. Schaffst du schon, ich muss erstmal hier irgendwie... Nee, 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 du willst nur, dass das... das jetzt fahren Sie, Madame, ziehen Sie sich... Ziehen Sie sich mach an du, und fahren. Mach du und fahren. Oh Gott. Nee, wir sterben nochmal. What the fuck? Du bist halt zu dem Kuschel gefahren. Ich bin zu dir gefahren, verdammt nochmal. Nee, du bist vorher zu dem Kuschel gefahren. Ja, hallo. Danke. Egal, was ich mache, ich bin immer schon. Moment mal, jetzt kämpft er gegen Triceratops. Die Triceratops-Familie kämpft gegen den. Oh ja. Ich habe überlebt. Sieht bei mir wenigstens ordentlich aus. Echt? Ich finde, es sieht immer noch nicht so schön aus. Ich habe überlebt. Aber der frisst, glaube ich, Triceratops zum Frühstück. Auch wenn das drei sind. Das sieht wild aus. Okay, aber die halten. Okay, jetzt ist das ein Triceratops down. Das ist das, okay, das sind drei down. Ich hätte vielleicht weggehen sollen. Wo kenne ich die Ecke ich denn hier? Ah! Nö! Ich drei Triceratops und Triceratops. Jo, ihr, ja, hat's. Vielleicht sollten wir das Ding zähmen. Ich glaube nicht, dass wir das Ding zähmen können. Das wird uns kaputt machen, bevor wir irgendwie da in Zähmreichweite kommen.